Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Carsten Zeck und hinter mir, da sieht er den Jan Lehmann, unser alter Freund und Teamangler. Wir sind gerade angekommen am Gewässer, wie immer wieder etwas spät an. Und darum machen wir jetzt auch gar nicht lange rum, sondern laden lieber das Auto aus, beladen unser Boot und dann begeben wir uns aufs Wasser. Denn es geht endlich wieder los. Ein schönes, kleines, neues Gewässer, das wir uns jetzt mal anschauen. Und vielleicht können wir auch den ein oder anderen Wels diesen schönen, idyllischen Flüsschen entlocken. Wir werden sehen. Gleich nach dem Intro geht's weiter. So, wir haben einen Platz gefunden. Ist gar nicht so einfach, hier in diesem Fluss zu fischen. Wir haben einen leicht erhöhten Wasserstand. Das heißt, auf diesem Abschnitt gibt es, so habe ich gehört, ich bin ja zum ersten Mal hier, etwa 2 bis 3 Uferstellen und der Rest ist wirklich, puff, da geht es direkt ganz steil runter, mehrere Meter. Das heißt, man kann hier kaum hocken. Und auf genau so einer Stelle hocken wir jetzt, weil durch den erhöhten Wasserstand kann man die normalen Uferplätze gar nicht beziehen. Ist also alles gar nicht so einfach. Aber man muss sich jetzt mit der Situation zurechtfinden, bevor wir jetzt das Boot nochmal ins Auto packen und dann an einen anderen Fluss fahren. Wir wollen hier angeln und wir haben es jetzt auch geschafft, wirklich die Ausleger, denn wir werden hier abspannen, an richtig geilen Plätzen zu positionieren. Klar, wir hocken hier nicht besonders schön, wir müssen die Schnure durch einen Baum irgendwo umlenken, aber wir fischen die 60er Halklein und die hält sie ja raus, die kann man ruhig mal um Ast umlenken und auf diese Art und Weise versuchen wir dann hier an die Fische ranzukommen. Kurz was zu den Plätzen. Wir befischen das andere Ufer mit 2 Montagen. Das ist quasi der Prallhang, wo die Strömung draufprallt. Das ist so eine langgezogene Außenkurve. Man hat da sehr tiefes Wasser, knapp 5 Meter. Und da gehen wir quasi in die Uferbereiche, wo Dreher sind, wo die Strömung etwas langsamer ist. Da konzentriere ich mich auch eher auf die Strömung, das heißt auf die Dreher, auf die Verwirbelung, auf die Strömungskanten, wie auf die Unterwasserkanten. Also die Unterwasserkanten sind mir da nicht so wichtig. Am eigenen Ufer befische man eine Route auch, beziehungsweise eine Montage ganz weit unten, quasi auch in einem ruhigen Bereich. Da ist es sehr flach, ist jetzt nicht allzu markant, aber es gibt leider keine andere Möglichkeit für die Montage dahin zu kriegen. Und ja, hier vorne haben wir noch eine Insel und da haben wir noch einen Ausleger an der Insel angebracht, quasi genau an so einer Strömungskante, wo auch zeitgleich die Kante von der Insel ist, wo es nochmal zu der Rinne geht. Und das sieht auch ganz gut aus. Wollen wir also festhalten, wir sind relativ spät angekommen. Der Fluss ist sehr schwierig zu angeln, weil einfach keine Uferplätze da sind. Aber wir haben es trotzdem geschafft, jetzt hier zu sein und die Montagen, denke ich mal, beziehungsweise die Ausleger ganz gut angebracht zu haben. Und ich bin ganz guter Dinge. Bevor ich mich jetzt aber verquatsche, gehe mal langsam mal an die Montagen, damit wir ja nicht nachher allzu spät haben. Und danach hocken wir uns gemütlich hin, essen was und genießen einfach den Abend. Ob jetzt direkt schon was bei ist, das ist mir fast egal. Lieber ruhig was essen, bisschen Ruhe und dann kann es losgehen. Ob es losgeht, sehen wir später. Der erste Fisch, ich glaube noch nicht mal einen Meter, aber auf die neuen Haken. Ich habe die neue Hakenlösezange benutzt, die neue Pose war dran. Also, wir haben schon mal ein bisschen getestet. Und naja, Fisch ist Fisch und vielleicht das nächste Jahr größer. Trotzdem soll man auch den schätzen. Der erste Fisch im neuen Gewässer, schöne Sache, der kriegt einen Kuss und dann darf er wieder. Auf den nächsten und auf deine Mama oder deine Oma oder Uroma. Und tschüss, Baby. Und wir bringen die Rute nochmal raus. Guten Morgen. Morgen. Ja, Jan, was können wir erzählen über die Nacht? Ja, also an Aktivitäten hat es nicht gemangelt. Wir hatten, ich glaube, insgesamt 5 Bisse. Allerdings sind eine Menge Kleinfische in dem Bereich unterwegs. Einen etwas besseren hatten wir. Ansonsten waren... Habt ihr ja gesehen auch, ja, war genau, auf jeden Fall vorzeigbar. Ja. Denke ich auch. Ansonsten waren die Fische tatsächlich auch anhand der Attacken, die wir auf die Köderfische hatten, relativ klein.
Irgendwann haben wir uns dann entschieden, die Routen nicht neu auszulegen, nur noch die Routen, die drinnen waren, auch drin zu lassen, damit wir einfach unseren Köderfischvorrat nicht unnötig reduzieren. Genau, das ist der Punkt. Also wir schätzen jetzt schon die kleinen Fische, die wir gefangen haben. Also waren wirklich so Fische um die Meter. Ihr habt ja den ersten Fischer noch auf der Kamera gesehen. Und wir haben halt nicht so viele Köderfische momentan dabei und wollen noch 3 bis 4 Nächte mal gucken, was der Zeitplan sagt. Auch daheim wollen wir noch fischen. Und wenn wir so weitergemacht hätten, dann hätte es vielleicht noch eine nächste Nacht gegeben, aber dann nichts mehr. Und ich weiß aus Erfahrung, dass es hier nicht einfach ist, an Köderfische ranzukommen. Insofern haben wir ein bisschen sachter gemacht und schauen lieber, dass wir halt noch ein paar weitere Nächte haben. Und wir werden auch das Gewässer wechseln, weil, wie ich es gestern schon angedeutet habe, hier gibt es wirklich keine andere Möglichkeit, als bei dem momentanen Wasserstand hier zu angeln, außer auf diesem Platz. Und der gibt halt nicht allzu viel her. Ja. Und das ist der Grund, warum wir das Gewässer wechseln. Werden noch heute versuchen, an weitere Köderfische ranzukommen. Also ich investiere wirklich, oder wir investieren lieber ein bisschen Zeit heute Mittag, um Köderfisch zu fangen, als die Welsruten schon früher zu legen. Sondern wir fahren lieber mit einem etwas größeren Vorrat dann auf einen neuen Platz. Das nächste Gewässer ist nicht allzu weit weg. Wir müssen zwar nochmal alles ins Schlauchboot karren, ans Auto fahren und ja, nochmal komplett das Auto beladen und wegfahren und nochmal alles aufbauen. Aber wir investieren lieber die Zeit, um dann quasi nochmal an einem neuen Gewässer neue Chancen zu haben. Und an einem Gewässer, wo wir definitiv auch mehr Plätze haben und mehr moven können, weil irgendwo ein paar Tage auf einem Platz hocken, wenn der auch nicht allzu viel hergibt, das ist nicht unser Ding. Genau. Ich glaube, das siehst du ähnlich. Ja, genau, bin ich deiner Meinung, auf jeden Fall. Deswegen, also jetzt wird alles gepackt, mühselig den Hang irgendwie, möglichst ohne Schaden runtertransportiert und dann fahren wir zum Auto zurück. Genau. Und dann schauen wir, was der Tag bringt. Genau, so machen wir das. Jetzt zeige ich euch noch einmal, wo das Boot steht und wo wir das ganze Zeug runterschmeißen müssen und wir sehen uns dann spätestens nochmal am neuen Gewässer. So. Hier muss alles runter. Fangen wir mal an. Also, wir sind am neuen Gewässer. Wie lange sind wir Boot gefahren, im Schlauchboot? Gefühlte 3 Tage. Naja, weiß ich nicht. Also bestimmt 1,5 Stunden, 2 Stunden ungefähr. 2 Stunden so bestimmt, ne? Ja. Also nach meinem schmerzenden Hintern, also mindestens 2 Stunden. Und das Problem ist, starke Strömung, unser 20-Liter-Tank oder eigentlich 25-Liter-Tank, es waren nicht mehr ganz 25 Liter drin, der ist fast leer. Ja. Also es reicht nur gerade zum Montagen legen, aber nicht mehr zu mehr. Wird eng, ja. Wir haben die Montagen übrigens schon gelegt. Wir sind hier in einem sehr interessanten Fluss, wo ich schon jetzt 4 Jahre nicht mehr war, aber ich weiß, es gibt große Fische und ich hatte mal richtig Bock, nochmal hier zu angeln. Darum sind wir uns auch den ganzen Abschnitt abgefahren, haben wir hier auch wirklich uns die Stellen genau angeguckt. Und jetzt sind wir in einem sehr interessanten Abschnitt auch, einem sehr interessanten Bereich. Wir haben uns die ganze Zeit schon gefragt, wie kommen wir jetzt eigentlich nochmal ans Auto zurück, weil zurückfahren, das geht nicht mehr. Vielleicht treiben lassen, weil ich glaube, dass nachher noch Sprit da ist, nach der Angelsession hier, nachdem wir auch ein paar Mal die Montagen gelegt haben. Aber, wie es der Teufel will, wir hatten Glück. Es kam eben so ein ganz netter Typ und der hat gesagt, ey, dich kenne ich doch, dich habe ich doch 2011 hier schon mal getroffen. Und sind wir ins Gespräch gekommen und der hat jetzt gesagt, leider habe ich nicht mehr viel Sprit in meinem Auto, aber ich gehe mal schnell das Auto von meiner Freundin holen und dann fahre ich dich ans Auto zurück. Und somit kann ich nachher mein Auto hier irgendwo in die Nähe stellen und alles ist wieder gut. Wir konnten guten Mutes vor allen Dingen die nächsten Tage noch hier verbringen. Wenn wir hier bleiben, mal gucken, das entscheiden wir dann morgen oder so. Genau. Aber jetzt sind wir zuerst mal hungrig, jetzt werden wir gleich schon was essen und mal gucken, ob vielleicht in Kürze schon was geht. Wir werden sehen. Hängt er drauf? Ja. Super. Deiner. Ne, du bist da dran. Nee. Doch? Ich hatte den. Du hattest den letzten? Ja. Schon doppelt. Also ging direkt schon hier, gerade ausgemacht, dann direkt ein Biss. Wir gehen mal aufs Boot. Drauf. Das war's. Nummer 1 am neuen Gewässer.
kann man doch schon mal vorzeigen, oder? Ein bisschen vollgeschleimt muss immer mal sein. Schöner Fisch, auch so um die 1,50. Ist auf jeden Fall ein guter Start. Jan hat eben angeschlagen, direkt nach dem Statement ist er gekommen. Mir auch freundlicherweise die Route überreicht, weil wir drillen ja abwechselnd. Aber letztendlich ist es egal, wer die Fische drillt, wir angeln zusammen. Teamwork und so soll es sein. Geil, ich freue mich. Willst du? Ja. Ich fahre gerade das Auto holen, komme zurück und die nächste Route geht rum. So macht Spaß. Das? Neue Stelle bezogen. Bisher stehen 7 Fische auf der Habenseite. Den letzten habt ihr ja gesehen. Schöner Fisch von Jan, 1,70 Meter. Eine absolute Schlange. Also der hat vom letzten Hochwasser nicht viel abbekommen. Unheimlich dünn, ja. Ja. Aber egal. Was will man machen? Ja, war bisher ganz schön. Wir sind zufrieden, was die Ausbeute anbelangt. Und was man sagen muss, also ganz, ganz wenig Fehlbisse. Am Anfang der ersten Nacht 2 Stück, aber dann gar nichts mehr. Und wobei, da war auffallend, dass es deutlich, also dass es sehr kleine Fische waren. Ja, ja, ja. Also die neuen Haken haben auf jeden Fall gegriffen. Also den Test haben sie mal zumindest in der Anfangsphase bestanden. Da sind wir sehr zufrieden. Ob es jetzt nur an den scharfen Haken liegt, man weiß es nicht, aber es hat funktioniert, ja. Und jetzt, heute der neue Platz. Wir sind nahe. Oh, 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 oh. Hängt, oder? Ja. Also, der neue Platz. Gut! Schöner Live-Biss eingefangen hier. Sollen wir Wechsel machen? Ja. Fliegender Wechsel. So. Carsten ist nämlich der Nächste. Wir wechseln uns ab. Ich kann nicht anschlagen, darum macht Jan das immer für mich. Jeder hat ja seine Aufgaben. Etwas weitere Distanzen, tiefes Wasser, Holz am Ufer.
Dann geht man lieber aufs Schlauchboot und grillt die Fische. Ja, kurz noch was zum Platz. Wir befinden uns ungefähr ein paar hundert Meter unterhalb vom Meer. Da kommt eine große Flachwasserzone, schnell fließendes Wasser. Und hier wird es wieder allmählich tief. Wir haben jetzt wirklich Routen teilweise im Uferbereich, wo es 3 Meter tief ist, aber teilweise auch im Uferbereich, wo es 6 Meter tief ist. Also ganz unterschiedliche Plätze befischt. Eine U-Pose auch am eigenen Ufer. Der Rest abgespannt. Und der ist jetzt nicht so riesig, aber Fisch ist Fisch. Ist Nummer 8. Und ich bin wirklich mal gespannt, was da noch so alles kommt. Hallo in die Kamera. Kleiner Süßer, noch schöner Bauch vom Hochwasser, voll gefressen. Er darf natürlich direkt wieder schwimmen. Jetzt endlich der 10. Fisch, wieder ein etwas besserer. Knapp 1,60 auf eine U-Pose-Montage. Und ich denke, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Wir müssen einfach ein bisschen tiefer fischen und dann werden die Jungs auch größer. Ich darf jetzt wieder direkt sausen. Weiter geht's. Ja, es gibt einen Nachmittagskaffee. Der Jan war so gütig. Der Wallerzeiger steht jetzt auf 14. Leider war immer noch kein richtig dicker dabei. Aber Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Ist auch schon ordentlich eingeschleimt. Und jetzt, ich habe es ja schon angedeutet, haben wir ein bisschen was anders gemacht. Und zwar die Strömung hält sich mittlerweile in Grenzen. Das Wasser ist etwas zurückgegangen. Da ist auch nicht mehr viel Dreck drin. Wir wollen jetzt tief fischen. Tief fischen und hochgewinnen. So ist das Ziel. Wir haben U-Posen-Montagen gelegt und befinden uns hier immer noch in einem sehr tiefen Bereich. Und die tiefen Bereiche, die Standplätze, haben wir jetzt auch quasi ausgestattet mit unseren Montagen, um einfach die Fische zu bekommen, die nicht fressen. Das ist ja typisches Standplatzfischen, das war vorher nicht möglich. Durch den hohen Wasserstand, den Dreck im Wasser, konnte man nur quasi die Büsche abspannen. Jetzt können wir halt so angeln und sind deshalb auch gespannt, ob es überhaupt funktioniert. Noch ging der Blei nicht auf. Der erste U-Posenfisch ist noch ein kleiner, aber naja, kann ja noch ein bisschen was kommen. Kein Riese, aber schöner Fisch. Die Nacht ist vorbei und ja, was soll ich sagen, unser Plan ist nicht aufgegangen. Gestern Abend noch groß die Floskeln von Großfischen im Tiefen von mir losgegeben und es hat nicht funktioniert. Also die Fischgröße wurde nicht wirklich besser. Wir haben noch eingefangen so von 1,50 plus, aber der Rest, der blieb genauso groß wie die anderen. Also U-Posenfischen im Tiefen hat auch nichts gebracht. Wir haben jetzt unsere 4 Nächte geangelt, wie planmäßig. Und 19 Fische hatten wir. Der größte 1,72, der schlanke vom Jan. Noch ein paar andere zwischen 1,50 und 1,60. Es ist halt nicht jede Tour eine Big-Fish-Tour. Trotzdem bin ich irgendwo zufrieden. War eine schöne Session auf jeden Fall, ne? Schön Fisch gefangen, neue Produkte auch getestet, die neuen Haken. Wir haben auch Fehler gefunden an teilweise unseren Mustern, zum Beispiel eine Zange, die ich rausbringen wollte, da war so eine Verbindung, etwas dünn, die ist abgebrochen und solche Erkenntnisse sammle ich persönlich für meinen Beruf, für die Range ja auch immer, auch wenn eine Angeltour mal nicht nach Plan läuft.
Wir werden jetzt unsere 7 Sachen packen, dann abhauen und auf dem Heimweg eventuell noch ein paar Würfe mit der Spinnrute machen. Wenn wir das ein bisschen ausdehnen, das Werfen mit der Spinnrute, werden wir vielleicht auch eine separate Videoreihe bzw. einen separaten Film machen. Mal sehen, aber auf alle Fälle ist jetzt mal Schluss mit der Ansitztour. Wir hoffen, euch hat es gefallen, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn kein ganz dicker dabei war, aber kann ja nicht immer klappen, wir haben es ja schon angedeutet. Und vielleicht so eine kleine Ermutigung an euch, eure Sessions auch zu genießen, wenn es mal nicht dicke kommt. In diesem Sinne, wir packen jetzt weiter und verabschieden uns. Ciao. Ciao.